Ich liebe Erde, Mensch. Hallo. Hallo. Wie schön, hier sein zu dürfen bei euch. Vielen Dank für eure Co-Kreation, für diese Bewusstseinsblase, die nun hier kreiert worden ist, besteht, in der wir, Diael und ich, Markus, Samu, LLI, mit euch in Austausch bin und in weiteren Austausch gehen werde. So dürft ihr verstehen, liebe Erdenmensch, dass ihr nun schon sehr weit gekommen seid aus eurer linearen Perspektive und die Schicht sehr dünn geworden ist zwischen unserer Realität und eurer Realität. So habt ihr tatsächlich eure Energie in einer Art und Weise verändern können. Ihr könntet sagen, erhöht, wenn ihr dies bevorzugt. Habt euch unglaublich beschleunigt. Habt sehr viel transformiert und seid nun aus unserer Perspektive, unserem Frequenzbereich, könnten wir sagen, sehr viel näher gekommen. Unsere Energien fangen an, sich mehr und mehr zu überlappen, zu verbinden. Immer mehr Austausch, der möglich ist. Immer mehr Jael, die zu euch kommen, in euer Kollektiv, die sich präsent machen. Immer mehr Jael, die sich physisch oder mit ihrem Energiekörper manifestieren bei euch auf der Erde. Und wir sind unglaublich begeistert, unglaublich voller Freude, dies miterleben zu dürfen, mitgestalten zu dürfen, zusammen mit euch. Und sehen eine Beschleunigung in dieser Hinsicht, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Und dieses Thema sozusagen des Kontaktes, der Existenz von Außerirdischen, nicht nur von uns, den Jael, einen so großen Platz einnehmen bei euch im Erde-Mensch-Kollektiv, dass dies immer mehr zum Ausdruck gebracht wird, immer mehr Erde-Menschen, die sich darüber unterhalten. Und eine Reise, die für euch, für viele erst beginnt. Wir würden gerne, wie so oft, zum Anfang einer Kanalisation, einer Übertragung von mir, Markus Samu LLI, euch beten, wenn ihr dies wünscht, es euch gemütlich zu machen, eine kleine Reise zu unternehmen, zusammen, um uns weiter kennenzulernen, unsere Energien auszutauschen, für manche bewusster, für manche unbewusster, für manche ganz unterbewusst und ganz unbewusst. Jedoch würden wir gerne dieses Feld nun noch etwas verstärken. Wenn ihr wünscht,
Wenn ihr euch damit anfreunden könnt, dann schließt nun eure Augen in eurer bequemen Position. Lasst alles zu, was ist. Lasst euren Atem für euch atmen. Und so dürft ihr noch einmal und weiter integrieren, dass ihr tatsächlich gerade in Kontakt steht. Dass dies eine Möglichkeit ist, in Kontakt zu treten von vielen, 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 vielen weiteren Möglichkeiten. Und wir würden euch bitten, euch nun vorzustellen, mit eurem inneren Auge vielleicht, auch mit euren Emotionen, wenn ihr dies schafft, einen Moment, in dem sehr viele Erdenmenschen in dieser Region, in dieser Stadt, in diesem Viertel, je nachdem, wie weit eure Fantasie dies zulässt, den Menschen, den Erdenmenschen, Freude zu schenken, euch ein Szenario auszumalen, in der sehr viele bis alle Erdenmenschen tiefe Freude empfinden. Was würden sie tun? Würden sie lachen, springen, vielleicht sogar weinen vor Freude? Sich unterhalten, tanzen, malt euch aus, eine große Anzahl von Erdenmenschen, die sich anfängt, richtig aus dem Herzen zu freuen. Vielleicht Erdenmenschen, die sich treffen. Hey, mir geht's heute so gut, ich weiß gar nicht, was los ist. Dir auch, mir auch. Oh, schau mal, die da hinten, denen scheint's auch gut zu gehen. Die scheinen sich riesig über etwas zu freuen. So viel Begeisterung auf einmal in der Luft. Und versteht, dass ihr als Schöpferwesen aus unserer Perspektive genau jetzt das Potenzial kreiert, damit ihr tatsächlich in diese Welt schlüpfen könnt. So gibt es nicht allzu viele Erdenmenschen, die tatsächlich einem ganzen Planeten von Herzen aus Freude schenken können. Zum jetzigen Zeitpunkt, in diesem Hier und Jetzt. Je mehr ihr es jedoch schafft, diese Version zu kreieren, für euch zu schöpfen, mental zunächst, emotional vielleicht danach, desto mehr gebt ihr die Chance, diese Realität dann auch im Außen wahrzunehmen. So schickt noch einmal den Menschen um euch herum, in dieser Umgebung, den Menschen, die ihr im Herzen tragt, euren Freunden, eurer Familie,
aber auch euren Nachbarn und dieser Stadt, in der ihr seid. Schickt allen nun, wenn ihr es schafft, noch etwas mehr Freude. Und nun atmet ein paar Atemzüge, 1, 2, 3, 4, je nachdem, wie ihr euch fühlt, direkt in euer Herz, in euer Herzchakra ein. Je nachdem, wie tief ihr dies machen wollt, in die Region eures Brustkörpers. Und fangt an zu spüren, liebe Erdenmenschen, wie wir, die Ayel und viele andere Sternenfamilien euch gerade ebenso Freude schickt. Wie begeistert wir sind über genau dieses Hier und Jetzt, was gerade hier stattfindet. Und nehmt so viel, wie ihr könnt, davon auf. So ist dies tatsächlich etwas, was wir pflegen zu tun. So finden sich Jael spontan zusammen, gehen in einen ähnlichen Zustand, in dem ihr gerade seid, und wünschen dem ganzen Universum Freude. So habt ihr nun wieder einmal etwas kennengelernt, was wir in unserem, wie ihr sagen könntet, Alltag tun. Und so könnt ihr nun noch einmal, wenn ihr dies wünscht, für euch affirmieren, laut oder leise, an euer höheres Selbst: Ich bin Freude. Ich bin Freude. Ich bin Freude. Ich bin Freude. Freude, 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 Freude. Ich bin Freude. Ich bin Freude. Ich bin Freude. Ich bin Freude. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Juhu! Wie schön, am Leben zu sein, präsent zu sein. Danke, 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 danke. Freude, 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 Freude. Und nun, liebe Erdenmenschen, könnt ihr je nach eurem Gefühl noch
ein paar Atemzüge nehmen und dann langsam, je nach Tempo des Individuums, die Augen wieder öffnen, ganz hier ankommen bei euch. Vielleicht wollt ihr euch etwas strecken, kurz aufstehen, einen Handstand machen, Seil springen, einen Purzelbau machen. Und somit bedanke ich mich bei euch. Vielen lieben Dank, liebe Erdenmenschen, für diese Co-Kreation, für diesen kleinen Ausflug, für diese Meditation, für das Kennenlernen einer unserer, wenn ihr so wünscht, Praktiken, die wir unternehmen, praktizieren auf unserem Planeten, auf, wenn ihr so wollt, täglicher Basis. Und stehen euch nun gerne zur Verfügung für eventuelle Fragen, für etwas, was ihr gerne teilen würdet. Oder einfach nur, um noch beisammen zu sein, etwas zu tönen, je nachdem, was ihr wünscht, liebe Erdenmenschen. Was ein schönes Konzert. Hallo Markus. Hallo, ich grüße dich. Hallo, ich weiß nicht, ich erzähle einfach mal die Geschichte. Ich hatte einen sehr schönen Traum vor ein paar Tagen. Es war wie ein Erstkontakttraum, als die Raumschiffe gelandet sind. Und in diesem Traum hat sich das angefühlt, dass die ganze Negativität wie so weggesaugt ist von der Erde oder sehr viel. Und wie eine neue Luft, eine neue Atmosphäre überall herum war. Die Menschen, und da waren verschiedene Raumschiffe und verschiedene Zivilisationen, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Und das war so ein klarer Traum, eine klare Vision. Und mein Herzchakra war ganz auf während dem Traum die ganze Zeit. Und das war so ein direkter Kontakt mit den, also ein physischer direkter Kontakt mit unterschiedlichen Wesen, und da waren auch viele Menschen drumherum und alle waren in einer sehr, also es war sehr ruhig, aber auch sehr ehrfürchtig, aber auch sehr einfach nur wundervoll. Und das war so ein intensiver und klarer Traum. Und da wollte ich mal fragen, ob du mir vielleicht noch sagen kannst, welche Wesen das waren oder welche Zivilisation. Das ist so die Frage nochmal aus diesem Traum. Es war sehr schön, hat sich alles sehr, sehr echt angefühlt und sehr so ein bisschen so, wie ich mir das vorstelle. Wie so eine Situation dann ist, wenn Raumschiffe rumstehen und da stehen Wesen von anderen Welten.
Und die Menschen, ja, es ist ein bisschen so wie, so die sind jetzt da und man muss sich erstmal so herantasten, so, also sich so langsam kennenlernen. So ein Gefühl war das. Ja, einfach nur große Ehrfurcht und Liebe und Demut. Ganz viel Demut, Ehrfurcht und Liebe habe ich da gespürt. Ja. Vielen Dank für das Teilen. So kannst du anfangen zu verstehen und im Generellen ihr als Erdenmenschen, dass ihr nun ebenso anfangt, Zeit etwas anders wahrzunehmen. So kann es vorkommen, dass, wie in deinem Beispiel, ihr einen Traum erlebt, der sich so real anfühlt, dass ihr gar nicht wirklich wisst, ist dies nun ein Traum oder nicht. Da die Traumwelt aus unserer Perspektive genauso real ist wie eure Alltagswelt, wissen wir, dass dies ebenso eine Zeitlinie ist, eine Existenz in sich selbst, die allerdings noch nicht so eingetroffen ist in unserem mehr Körperbewusstsein. Dennoch ein Event, was so im Hier und Jetzt stattfindet, allerdings auf einer etwas anderen Frequenz sozusagen. Oh ja. So kannst du verstehen, dass du tatsächlich in einer Parallelwelt sozusagen warst, diese empfangen konntest, dein Bewusstsein dorthin projizieren konntest. Und das, was du dort erlebt hast, für dich übersetzt hast in dein persönliches Energiefeld, in deine persönliche Wahrnehmung, in dein persönliches Energiekomplex, könnten wir sagen. So muss es nicht unbedingt genau so stattfinden wie in deinem Traum. Allerdings, wie es in deinem Traum passiert ist, ist es tatsächlich irgendwo passiert. Also vielleicht war ich auf einer anderen Welt und hab sie in ihrer eigenen Welt begrüßt. Vielleicht. Ebenso möglich. Ja, es war auf jeden Fall sehr, 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 also ich konnte es wirklich schon sehr, es war zum ersten Mal so, dass ich so eine starke Erinnerung daran habe, wie sich das direkt anfühlt, in der unmittelbaren Nähe von einem sehr hochschwingenden Wesen zu sein. Ja. Wie erwähnt, aus unserer Perspektive hast du angefangen, dein multidimensionales Selbst wahrzunehmen, Zeit etwas zu verschieben, dich sozusagen, könntest du sagen, in die Zukunft projiziert hast, dort dir sehr bewusst geworden bist, über einen Anteil deiner Selbst dich verbunden hast mit dieser Version, Erfahrungen dort gesammelt hast, zurückgesendet hast sozusagen zu dir aus dieser Perspektive in die Vergangenheit, wo du nun bist, im Hier und Jetzt, als Idee, als Kennenlernen von was auf dich zukommen könnte, auf euch Erdenmenschen zukommen könnte, als Eindruck, nicht nur visuell, auch emotional, was dies bedeutet, wie dies stattfinden könnte und aus deiner Perspektive wundervoll beschrieben, eine wunderschöne Erfahrung, die vielleicht für jemand anderen ganz anders ablaufen würde, emotional. So kann sich der Blueprint sozusagen, die Idee davon, je nach Filter ganz anders übersetzen
in dieses Hier und Jetzt, wo ihr euch befindet, die gleiche Situation, das gleiche Zukunftsszenario, die gleiche Zeitlinie. Und du kannst dir aufgrund dessen sehr sicher sein, dass du dich schon sehr angefreundet hast mit dieser Idee, dass es kaum noch negative Glaubenssätze gibt im Szenario des Kontaktes. Und dafür sind wir sehr dankbar. Vielen Dank dafür, Johannes. Sehr gerne, danke. So kannst du weiterhin offen bleiben für weitere Szenarien, die sich eventuell etwas anders abspielen. Oh ja, ich bin sehr offen dafür. Ohne Erwartung. Ja. Es könnte allerdings sehr wohl sein, dass die Vision, die du hattest, die Realität, die du parallel in der Zukunft erlebt hast, sich sehr ähnlich hier abspielen wird. So gibt es noch keinen genauen Plan sozusagen von uns. Und so wie ihr sagen würdet, gehen wir nach dem Flow und sind unglaublich schnell in der Anpassungsgeschwindigkeit, wie wir Kontakt gestalten. Haben unglaublich viele Möglichkeiten. Und eins dieser Möglichkeiten ist, wie von dir beschrieben, dass wir mit mehreren Spezien uns zeigen gleichzeitig, dass wir tatsächlich zusammen landen mit Schiffen. Es könnte aber auch sein, dass ihr einfach unsere Körper irgendwo im Wald trefft. Da ihr wisst, dass wir keine Schiffe benötigen, um zu euch zu kommen. So gibt es das Sternensystem, das dir auch bekannt ist, der Plejaden, ja, die sehr präsent waren in deiner Vision. Ja. So gibt es dort Zivilisationen, die sich in einer sehr ähnlichen Dichte befinden wie ihr und die tatsächlich mit Schiffen zu euch kommen, mit Schiffen landen. Vor Taygeta? Eine Möglichkeit, sehr wohl. Ja. Und die nicht wie wir. Die Idee der Teleportation so tief integriert haben und eher in einer klassischeren Art und Weise zu euch kommen und sich fortbewegen. So dürft ihr verstehen, dass im Sternensystem der Plejaden es unglaublich viele Zivilisationen gibt, auf verschiedenen Frequenzbändern, verschiedenen Dimensionen, verschiedenen Ebenen von Bewusstsein, verschiedenen Realitätsblasen, von sehr dicht, ähnlich wie ihr, bis zu sehr Feinstoff. Und innerhalb dieser Ebenen unzählige Spezien existieren. Ist für den ersten Kontakt, so wie ich das damals, das von vor über 10 Jahren schon von Bashar gehört habe, ist ja das, dass das menschliche Kollektiv, so verfolge ich das auch und so verstehe ich das immer noch, dass die Menschen halt, oder dass wir als Menschen erstmal natürlich den Kontakt zu etwas suchen, was am ähnlichsten ist wie wir. Also dass alles, was sehr feinstofflich ist, einfach zu weit weg ist für unsere. Also das kann mal als Einzelerlebnis auftreten im Wald und man begegnet einem feinstofflichen Wesen auf die eine oder andere Art, ja. Das ist aber. Dass der echte Kontakt, das echte Zusammensitzen, das echte Teilen, das echte sich die Hand geben, eher mit dichteren Wesen am Anfang wahrscheinlich, so wie ich das Kollektiv lese, am meisten Sinn macht und auch die bevorzugste Art sein wird, weil so sind wir Menschen einfach. Also wenn ich... Sehr wohl. So,
wenn ich das so... Laut Gesetz der Resonanz. So könnt ihr nur das empfangen, was ihr selber seid. Allerdings seid ihr auch diese hochfrequenten, feinstofflichen Wesen. Allerdings habt ihr dies noch nicht so entdeckt, so integriert, dass ihr vollständig in ihnen präsent werden könnt. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Sehr gern. Vielen Dank fürs Teil. Hallo Markus, hier ist Andreas. Hallo, ich grüße dich, Andreas, welch eine Freude. Ich freue mich auch hier zu sein, weil es gerade so schön ins Thema passt. Es kam vor 2 Tagen in Schending zu mir von dem aktuarialen Ninth Dimension Actuarian Council, wo es die Aussage hieß, the window of open contact starts now. Also es hat, ja, fand ich sehr spannend, weil also, dass sich die Zeitlinie dann auch geändert hat von Seiten der Menschheit, und wollte einfach mal, weil es gerade schon ins Thema passt, nachfragen, ob ihr da auch eine Veränderung gespürt habt von Seiten der JL. Wir, DRL, ich, Markus, Samu, LLI und dieser Kanal, den ihr auch Simon nennt, als Persönlichkeit, praktizieren dies schon seit Jahren. So ist dieses Now für alle, die schon beteiligt waren an einer Kanalisation, die sich dies angehört haben, bereits einige Jahre vorzuziehen. Da ihr auch gerade tatsächlich in Kontakt seid. Wir verstehen allerdings die Idee des Open Contacts als nochmal eine andere Idee, in der ihr vielleicht mehr visuelle Bestätigung habt von anderen Wesen, von Schiffen. Und in der Tat ist dieses Fenster unglaublich weit geöffnet zur Zeit. Dies kann sich allerdings auch wieder verkleinern, sozusagen, verschieben. So habt ihr aus unserer Perspektive noch nicht ganz den Sprung sozusagen geschafft in die nächste Ebene. Viele Individuen, sehr wohl, die auf dieser Ebene schon existieren, voll und ganz. Und aus unserer Perspektive ist es so gut wie unmöglich, eine unglaublich kleine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Fenster sozusagen von Open Contact sich wieder auflöst sozusagen, sich wieder zusammenzieht als Realität, sich wieder unsichtbar macht. Ganz im Gegenteil, wir sehen dieses Fenster weiter wachsen. So kommen auch, wie ihr sagen könntet, immer mehr Berichte in euren Mainstream. Ja, definitiv. Viel mehr Menschen, die sich nun damit beschäftigen, auf ihre Art und Weise. Auch Wesen, die sich mit negativen Glaubenssätzen damit nun auseinandersetzen. Es wird mehr darüber gesprochen, mehr darüber berichtet. Und mit jedem Mal, mit jedem Moment, mit jeder Sekunde, mit jeder Millisekunde, wo dieses Thema sozusagen präsent wird, öffnet sich auch das Fenster für offenen Kontakt. Und in der Tat gab es gerade in eurer linearen Zeit in den letzten Monaten eine unglaubliche Erweiterung in diese Richtung. Und wir, die Yael, sind bereit für offenen Kontakt. Viele andere Sternenzivilisationen. Ihr könntet fast sagen, eure Parkplätze um die Erde sind komplett voll. Spannend.
Und wir warten in diesem Sinne noch etwas auf euch, euch selber von der Frequenz her noch etwas zu beschleunigen, etwas zu verändern, etwas zu justieren. Da ihr dann für euch selbst, wie ein Kleinkind zum Beispiel, dass ihr das erste Mal laufen lasst von alleine, Fahrrad fahren lasst, schwimmen lässt und es dann von alleine schafft zu laufen, Fahrrad zu fahren oder zu schwimmen, den Kopf über Wasser zu halten, damit diese Funktion danach von euch selbst immer umgesetzt werden kann und euch niemand mehr dabei helfen muss, sozusagen, und ihr dann von ganz alleine eure Frequenz in alle möglichen Richtungen verändern könnt. Beantwortet dies deine Frage? Gibt es eine weitere Frage oder etwas, was du gerne dazu teilen würdest? Alles gut. Also das Einzige, was mir auch aufgefallen ist, dass bezogen auf unsere Medien man immer wieder merkt, dass jetzt Bausteine von so lebenden Anführungszeichen, wie es die Menschheit versteht, biologische Bausteine auf Kometen gefunden werden, dass, ich sage jetzt mal das Thema, außerirdische oder UFOs noch ernster genommen werden soll. Also, und dass man das, ich sag mal, nicht ins Lächerliche mehr zieht, wie es in der Vergangenheit gerne passiert ist. Selbst in den Mainstream-Medien taucht immer mehr einfach auf, als es noch vor 4, 5 Jahren der Fall war. Also es beschleunigt sich, das ist das Einzige, was ich noch bestätigen kann. Also, definitiv, ja. Aber ansonsten war die Frage von meiner Seite beantwortet. Dankeschön. Wundervoll, vielen Dank für diese Frage. So dürft ihr verstehen, generell bei allerlei Information, die zu euch kommt, dass ihr immer die Chance habt, dieser Information Glauben zu geben oder weniger Glauben zu geben. Und je nachdem, wie ihr euch ausrichtet, eventuell ein Fenster schafft für mehr Information aus dieser Richtung, aus dieser Frequenzbreite, die dann zu euch strömen kann. Oder indem ihr sagt, daran glaube ich jetzt eher weniger, ist emotional untermauert, auch zu gewissen Zeitlinien die Verbindung abkapseln können, sozusagen zumachen können, verringern können. Da ihr aus unserer Perspektive die Schöpferwesen seid, für all das verantwortlich seid, was in eurer Realität geschieht, was ihr projiziert, was ihr wahrnehmt, was ihr erfahrt. Und wenn ihr wünscht, dass sich das Kontaktfenster sozusagen ab jetzt geöffnet hat, wenn euch dies Freude bringt, Begeisterung, dann bitte sehr, übernehmt diesen Glauben, öffnet jetzt das Fenster für Kontakt. Wenn das individuell, ja, individuell eine Sache, kollektiv eine andere, ne? Und das Kollektiv bestimmt das ja sozusagen, leider nicht das Individuum. Sehr wohl, so gibt es aber auch Anteile im Kollektiv, die unterbewusst sind, unbewusst sind. Und dort werden ebenso sehr viele Entscheidungen getroffen, Glauben geformt, Glauben verändert, Glauben justiert, die nicht unbedingt in eurem Alltagswahrnehmungsbewusstsein auftaucht. So glauben eventuell viel mehr Erdenmenschen bereits an Kontakt, als es euch vorkommt. Es dringt nur noch nicht ins Bewusstsein, was ihr normales Bewusstsein nennt, hervor. Was
kommt mir gerade die Frage, was ist denn aus eurer Wahrnehmung der Threshold im Sinne von, wie viele Gedanken von wie vielen Menschen in dem jeweiligen Energiefeld sind notwendig, damit eine Manifestation, also damit der Spiegel sozusagen reagieren muss? Das würde mich mal interessieren. Also wann bricht der Spiegel zusammen der Leute, die jetzt, soll ich sagen, jetzt nicht, die jetzt eher eigennützige Interessen verfolgen, nennen wir es mal so. Dies variiert sehr stark von der Intention und von der tatsächlichen Sinnhaftigkeit dieser Manifestation. Wenn unglaublich viel Sinnhaftigkeit, Vorteil in einer Manifestation besteht, reicht ein einzelner Erdenmensch. Dann, das würde sich dann trotzdem in dem jeweiligen Kollektiv, ich bin jetzt einfach mal unser Land, was halt sehr verkopft ist, wo die Menschen halt sehr in einer krassen Angstschwingung den ganzen Tag leben, weil alles so hart reguliert ist und sich die Menschen selber so viel regulieren und kontrollieren, dass es halt in so einem Energiefeld, also wie sich das dann da auswirkt, weil die Sinnhaftigkeit dieser Kontrolle scheint jetzt auch langsam bei den Leuten hier anzukommen, dass die Sinnhaftigkeit der Kontrolle in Frage zu stellen und mehr Fluss zuzulassen. Ja, das war jetzt keine richtige Frage, ich weiß, aber wie schon erwähnt, so gibt es viele Erdenmenschen, die im Unterbewusstsein oder Unbewussten einen Glauben haben, oh, dies würde mir ja Freude bringen, dies würde ja Spaß machen. Dies wäre eine tolle Manifestation, dies würde uns allen einen Vorteil bringen. Allerdings ist dieser Glauben, diese Vision, diese Manifestation noch verborgen sozusagen. Wenn diese Vibration jedoch sich teilt mit einem Erdenmenschen, der sich darüber komplett bewusst ist, so stimmen sozusagen sehr viele andere Erdenmenschen unterbewusst zu. Und dann könnte es den Anschein machen, dass diese Manifestation von einem Erdenwesen kommt, von einem Erdenwesen gedacht ist. Allerdings hat es schon längst in sehr viel mehreren geschlummert, sozusagen. Ja, dann hoffen wir mal, dass das hier... So könnt ihr uns glauben, dass sehr viele Erdenmenschen unglaubliche Freude empfinden würden aus unserer Perspektive. Kontakt zu haben, saubere Energie zum Beispiel zu entwickeln, ja, zu manifestieren, einmal einen Ausflug zu machen, allein durch unsere Präsenz, vielleicht einen Ausflug mit dem Astralkörper zunächst, so wie du es beschrieben hast, als luziden Traum. Ja. Unglaublich viel Potenzial der Freude, dass wir darin erkennen, Menschen, die morgens aufwachen würden, oh, ich hatte da gestern einen wahnsinnig tollen Traum und allen davon berichten wollen. Oh, diesen Tod gibt es ja doch nicht, so wie ich gedacht habe. Wie befreiend, wie viel Freude. Ich muss keine Angst mehr haben. Im Generellen. Aus unserer Perspektive wird dies unglaublich viel Freude in sehr vielen Erdenmenschen erwecken. Oh ja. Mhm. Genau, das kommt ja auch noch gerade, wo du es sagst. Ich hatte vorhin mit Simon und Andreas davon erzählt, dass ich hatte ein Video gesehen von der Keshe Foundation und die haben so drei, so, ich weiß nicht, Space Travel Pods nennen die das. Haben die aufgebaut und da haben Leute von den Erfahrungen berichtet. Also sie setzen sich in diesen Spacepod rein und dann wollte ich dich mal fragen, wie dann da gearbeitet wird. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Mit Frequenzen werden die Leute dann mit Frequenzen sozusagen bombardiert, die sozusagen die anderen Welten simulieren oder
wie funktioniert diese Technologie? Unter anderem durch diese von dir beschriebene Methodik sozusagen der Anwendung von bestimmten Frequenzen. Ja. Aber allein auch durch den Glaube daran, durch das Interesse, die Neugier daran. Ja. So seid ihr alle vertraut mit eurem Phänomen des Placebo-Effektes. Ja. Und alleine dadurch findet schon sehr viel statt, erlauben sich die Menschen zu reisen, Erfahrungen zu machen, daran zu glauben, um dies dann tatsächlich auch so wahrnehmen zu können. Also ist das nicht die spezielle Technik? Eine Kombination. Kombination, okay. Und ist das jetzt, das ist ja ein Novum auf unserem Planeten, so eine Art Technologie. Die auf diese Art und Weise bekannt wird, sehr wohl. Allerdings habt ihr auch natürliche Schwingungen, Orte, die ihr auch bereits kennt, an der sich schlagartig die Energie verändern kann, die Zeit sich anders verhalten kann. Und ihr habt doch tatsächlich natürliche Teleportationskanäle auf eurem Planeten, wenn ihr euch dorthin begebt, die natürlich im Austausch stehen mit anderen Portalen auf eurem Planeten, aber auch mit Planeten außerhalb eures eigenen. Gibt es da Google Maps bei dafür? Hättest du Freude daran, dies zu kreieren? Also wenn ich den Blueprint bekomme von euch, natürlich. Wieso von uns? Wieso von euch? Naja, weil ihr kennt es ja schon. Ich frage ja auch meinen Nachbarn immer. Der Nächste, der was weiß, den frage ich, ob er das weiß. Ist doch klar. Und dann brauche ich nicht selber das machen. So funktioniert ja einfachste Entwicklung. Wenn der andere was weiß, dann kann ich das übernehmen und fortführen. Welcher Glaube in dir ist so stark, dass du dies nicht einfach durch dich selbst durchbringen kannst? Deine eigene Quelle dafür benutzt? Ja, das hat immer so viel mit das hat sehr viel mit der Spezifikation für bestimmte Themen oder dem Interesse für. Ich habe eine sehr kurze Aufmerksamkeit, also ich möchte mich nicht so lange mit einem Thema beschäftigen, da verliere ich oft das Interesse, wenn ich mich zu lange und zu, das ist irgendwie, ja, ich interessiere mich für viele Sachen und jetzt sich richtig einzutunen und dann darauf zu hoffen, dass ich eine Karte entwickle, wo diese Punkte aufgezeichnet sind. Das ist nicht deine Freude, deine größte. Ich habe viele große Freuden. Aber ich stelle mir nur vor, dass total gut wäre, also keine Ahnung, so eine Karte und dann gibt es ja mehrere Karten von verschiedenen Orten. Und dann, dass man die zusammenbringt, die Karten, und dann miteinander vergleicht. Und so wird die Karte immer genauer, dieser Orte und dieser hohen Portale. Jetzt gibt es irgendwie jetzt gibt es immer ungefähre Karten oder es gibt Kraftorte, wo Leute sagen, da ist ein Kraftort und da ist ein Kraftort. Aber so eine Karte, wo jetzt definitiv von anderen Zivilisationen, die das einfach schon leben oder einfach viel klarer wahrnehmen und sehen können, wie das funktioniert und strukturiert ist. Aber ihr wollt uns das nicht wegnehmen, diese eigene Erfahrung, das verstehe ich natürlich auch. Aber eigentlich ist es auch wurscht, weil wir können ja einfach alles teilen. Wie schon erwähnt, frag dich ernsthaft nach der Sinnhaftigkeit so einer Karte in diesem Hirn jetzt, in dem du dich bist. Also jetzt, die muss man ja nicht online, gut, die ist dann schnell online, ja, okay. Zweitens ist es für viele von euch tatsächlich von größerer Begeisterung, so einen Ort spontan zu finden, sich überraschen zu lassen. So seid ihr Meister geworden der Überraschung. Kaum eine Spezie, die uns bewusst ist,
kann sich mit so viel Dunkelheit sozusagen umgeben, tappt so stark im Dunkeln herum und hat dabei so viel Freude. Ja, das ist so, glaube ich, der Überlebensmechanismus. So habt ihr dies heute definiert, sehr wohl. Allerdings aus unserer Perspektive, da wir wissen, dass ihr auf jeden Fall und immer überleben werdet, ein unglaublich imposantes Spiel. Ein unglaublich schönes Spektakel dabei zuzuschauen. So wissen wir, dass ihr niemals in ernster Gefahr seid. Ja. Es wird immer nur blöd, wenn alle drumherum dran glauben. Ne? Bist du dir da absolut sicher? Ja, sonst würde der Spiegel es anders zeigen. Und vielleicht wäre dann alles langweilig. Gute Frage, ja. Allerdings ist dies ebenso nur ein Glaube. Vielleicht wäre dies auch noch viel mehr von Begeisterung. Das macht aber Sinn. Das macht Sinn. So könnt ihr euch immer wieder testen. Selbst. Ja, okay. Ja, es ist ein Test. Ein großer. Ja, wie sagte Dante, die kosmische Komödie oder kosmische Komödie. Wie ihr so schön zu sagen pflegt, der Weg ist das Ziel. Ja. Oftmals, wenn ihr euch ein Ziel setzt, das ihr bereits vielleicht gesehen habt, euch vorstellt, so kann der Weg sehr oft genauso oder sehr viel schöner sein. Und wenn ihr vielleicht von A nach B reisen wollt und irgendwo in der Mitte auf ein Portal trefft, so kann dies eine für euch unglaublich begeisternde Erfahrung werden, die ihr eventuell, wenn ihr wüsstet, dass zwischendrin so ein Portal schon existiert, nicht so begeisternd für euch rüberkommt. Ja. Jedoch gibt es sehr wohl diese Karten. Allerdings sind diese noch nicht bei euch in eurem Google markiert. Übersetzt sozusagen. Ja, macht ja auch. Ich verstehe, wir müssen noch warten. Geduld. Ja, da, vielen Dank für das schöne Gespräch darüber. Sehr gerne, vielen Dank von unserer Seite. Danke. So lernen wir euch bei jeder Übertragung etwas mehr kennen. Ein winzig kleiner Teil, mehr Licht sozusagen. Ein winzig kleiner Teil, ihr könntet sagen, mehr Bilder, mehr Eindrücke, die entstehen jedes Mal, wenn wir auf diese Art und Weise mit euch in Kontakt treten. Ein klareres, detaillierteres Bild über euch, das entsteht. Nicht nur durch eure Fragen, ebenso einfach durch eure Präsenz an diesem Ort, in diesem Hier und Jetzt, in dieser Bewusstseinsblase. Ach ja, genau, noch die Frage. Da, wo wir uns gerade befinden, da, wo wir gerade sitzen, ist ja in der Mitte von dem Kreis sind die Pflanzen. Und die Pflanzen in der Mitte von diesem Kreis, die sind immer sehr potent, sehr kräftig. Die zeigen immer alle nach oben, die ganzen Blätter. Das ist mir so aufgefallen. Kannst du noch was dazu sagen zu dem? Ist das wirklich so ein spezieller Energiepunkt? Weil ich kenne das von Pflanzen halt nur, dass sie so kräftig in der Stadt auch nach oben zeigen. Also wenn sie total gesund sind und ja. Sehr wohl, so kannst du dir einen Donut vorstellen, der circa
das mittlere Loch da hat, an diesem von dir erwähnten Ort. Und ungefähr den Radius des anderen Kreises als erste Energiewelle sozusagen, als ersten Energiestrom. Und wie bei einer Zwiebel gibt es weitere Ebenen, die allerdings tatsächlich hier ihren Kern haben. Ist da vielleicht ein Portal in eine andere Welt, in der Mitte? Spring doch mal rein. Wenn du fest genug dran glaubst, könnte es funktionieren. Es reicht, das Wissen. Was war vorher an diesem Ort, bevor die Pflanzung war? Dies können wir hier nicht so teilen. Oh. Okay. Allerdings wurde dieser Ort schon sehr oft für solche Treffen verwendet, hat immer besondere Wesen angezogen, sowohl auf physischer Ebene als auch im feinstofflichen Bereich. Und lange bevor wir geboren wurden, meinst du? Sehr lange! Schön, cool, danke. So könnt ihr dir sagen, dass dieser Punkt, dieses Portal, diese Mikrogalaxie seit, wie ihr es definiert, dem Fall von Atlantis an dieser Stelle ist. Allerdings davor woanders war und durch die Rekalibrierung sozusagen zu dieser Zeit es diesen Ort verschoben hat. Also kannst du das nochmal wiederholen? Diese Galaxie, dieses elektromagnetische Feld, das sich wie ein Donut verhält, in der Energie von innen nach außen strömt und von außen wieder nach innen, war Teil eines größeren Systems, das sich während Atlantis in der Nähe befunden hat, aber nicht an diesem Ort. Markus, hier ist Ole. Einen Moment, bitte Ole. Hallo Ole, sei gegrüßt. So gibt es weitere Fraktale sozusagen von größeren Energiefeldern, die verstreut sind als Mikrogalaxien, könnte dir sagen. Eine davon an diesem Ort, die einst mehr gebündelt war, mehr zusammengewirkt haben und sehr viel größer waren in ihrem Ausmaß, so könntet ihr auch dieses Portal, diese Mikrogalaxie wieder ausdehnen, einfach mit Intention, indem ihr euch verbindet, wisst, ihr seid ein Teil davon, ihr seid gleichzeitig dieses Portal, diese Mikrogalaxie und euch vergrößert mit Intention, vielleicht durch Atem, vielleicht durch Kraft, vielleicht durch Emotion, euch einfach bewusst damit verbindet. Ja, werde ich in Zukunft öfter mal hier damit arbeiten. Und ihr werdet sehr viel aus unserer Perspektive zurückbekommen dafür. Für die Ausdehnung? Sehr wohl. Ja. Für das bewusste Verbinden. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen weiteren Ausflug. Nun zu dir. Ole! Ja, hallo Markus.
Ich habe die Frage, und zwar gibt es ja einige alte Gebäude hier in Berlin oder weltweit, die wie so eine gleiche Sprache sprechen. Also hier im Victoria Park, das ist dieses Denkmal, aber ich spreche es eigentlich vor allen Dingen auch von vielen so Kirchen, die, also Gebäuden, die heute als Kirchen genutzt werden, die immer wieder so Formationen aufweisen, wo es eine Theorie gibt, dass das Gebäude sind, die auch aus Atlantis stammen und Atlantis nicht eine einzelne Stadt war, sondern eine Zivilisation, die über die Erde verteilt war und dass diese Formen von Gebäuden teilweise auch genutzt worden sind, um ja, Energie zu erzeugen, also aus dem Äther anzuzapfen und zu verteilen. Und das sind dann vor allen Dingen diese Kirchengebäude, die halt über diese Antennen quasi das anzapfen. Und ich wollte mal fragen, ob da was dran ist oder ob das diese Theorie quasi sehr weit hergeholt ist und genau, inwieweit. Wir können dies bestätigen zu diesem Zeitpunkt. Dass sie im Zeitalter von Atlantis sozusagen eine globale Zivilisation war, im Austausch war, euch besucht habt. Und teilweise sogar schon unterwegs war zu anderen Sternensystemen. Des Weiteren können wir bestätigen, dass ähnlich wie bei dieser Mikrogalaxie es Tempel gab, Einrichtungen, die für bestimmte Zwecke verwendet wurden, sowohl positiv als auch negativ, die auch Energie in sich trugen, die als Energiekonstrukt zuerst erscheinen und dann ausgeschmückt werden, sozusagen als Materie. Und als die Materie sozusagen sich nicht mehr halten konnte, nicht mehr standhaft blieb, so wurde auch die Energie irgendwann verstreut. Und viel dieser Energie, die damals ähnlich wie bei dieser Mikrogalaxie gebündelt war, in größeren, könntet ihr sagen, Kirchen, Tempelanlagen, hat sich verstreut über euren Globus, hat sich verkleinert sozusagen, weniger an Frequenz, weniger an Energie, weniger an Power. Und an diesen Orten wurden tatsächlich solche Bauwerke dann konstruiert. Teilweise bewusst von Wesen, von Erdenmenschen, die dies spüren konnten, die dies sehen konnten, wahrnehmen konnten, teilweise aber auch unbewusst. Komm, wir bauen da vorne eine Kirche, okay. Ohne zu wissen, dass dort tatsächlich so eine Energie vorherrscht. Kommunikation mit dem Unbewussten sozusagen. Allerdings durch Synchronizität getrieben. Und so dürft ihr auch verstehen, dass diese Gebäude nicht immer mit negativer Intention gebaut wurden. Allerdings aus der heutigen Perspektive zurückblicken von dem, was ihr heute seid, geworden seid, ist es allerdings eine sehr viel dichtere Realität. Allerdings braucht ihr dies nicht als negativ zu bewerten. So hat die Kirche unter anderem auch tatsächlich Menschen geholfen, Ängste zu lösen, zu der gewissen Zeit. Wir verstehen, dass ihr dies heute anders betrachtet und für euch heute
nicht mehr so viel Sinn ergibt. Allerdings dürft ihr auch verstehen, dass ihr in eurer Vergangenheit in viel dichteren Realitäten wart. Unglaublich schlammig. Ui. Und so eine Kirche tatsächlich Menschen in ihrem Glauben geholfen hat, dort etwas rauszukriechen, mal kurz Luft zu schnappen. So haben sich viele Erdenmenschen sehr gerne in einer Kirche getroffen. Und so wurden Kirchen auch teilweise mit sehr positiver Intention errichtet. Würdest du gerne noch etwas dazu teilen? Ole! Ja, ich fand es einfach so interessant zu sehen, dass bestimmte Formationen, also das wurde halt in dem Video, das ich über die Videoreihe, die ich gesehen habe, sehr so aufgebaut. Also das ist ja mal die Frage, inwiefern das dann auch so stimmt, dass dieses Atlantis quasi halt etwas, eine Zivilisation war, die halt über den Globus verteilt war, und genauso wie die Pyramiden ja ein Phänomen sind, dass wir auf der ganzen Welt wiederfinden oder Bauten sind, die so ähnlich ist es halt auch mit einigen alten Gebäuden hier in Berlin zum Beispiel. Und wenn wir uns mal dieser Bauart anschauen im Vergleich zu der Bauart, die wir heute bauen, ist es ja natürlich irgendwie auch so, dass das Gleiche von der Andacht oder von dem, was da, von der Energie, was da so mitschwingt. Anderen Charakter. Und genau, also mir ging es vielleicht auch ein bisschen so um die technische Frage oder dieses so, weil wir vorhin auch das mit der freien Energie hatten, ob da wirklich auch freie Energie so genutzt wurde, um es quasi zu nutzen als Ding. Ja, und inwiefern auch das vielleicht absichtlich quasi von so verpusht oder versucht wurde, so dieses Wissen quasi zu vergessen zu machen oder sowas. Und das sind vielleicht Kräfte auf der Erde, die das daran nicht so interessiert sind. Oder gab oder so. Dies geschieht aus unserer Perspektive immer noch durch eure Zustimmung. Durch einen eigenen Anteil an euch. Einen Glauben, in dem ihr denkt, dass ihr nicht die gleiche schöpferische Kraft habt wie andere Wesen. Sobald ihr diesen Glauben tatsächlich in seiner Ganzheit entdeckt habt, werdet ihr merken, dass ihr tatsächlich diejenigen wart, die euch selber aufgehalten habt. Und dies gerne als Spiel gespielt haben, der Dualität von anderen Wesen, die mehr Macht haben und euch unterdrücken, euch Informationen weghalten, fernhalten, wie auch immer. Allerdings werdet ihr irgendwann merken, dass ihr dich selber so geschöpft habt und ganz einfach verändern konntet und könnt. Aber es ist immer sehr tricky an so einem Schneidepunkt, so wie wir uns gerade als Zivilisation und Planet befinden, in dieser Übergangsphase. Das ist ja immer ein sehr besonderer Moment, ne? Auch, ich denke mal, auch im galaktischen Kontext oder im universellen Kontext ist es ein sehr besonderer Moment zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit von ganz vielen Menschen. Und das Zusammenprallen dieser zwei nicht kompatiblen Welten, also der Offenlegung sozusagen der Bewusstheit und der Unbewusstheit und dann der Transformation der Unbewusstheit in die Bewusstheit. Das ist ja immer, so nehme ich das ein bisschen wahr. Also wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt
wenn ich jetzt dann an Kinder in der Schule denke und die Informationen, die sie dort immer noch vermittelt bekommen und wie sie die Informationen vermittelt bekommen, darüber hast du ja direkt als Erwachsener keinen Einfluss. Und jetzt hier in Deutschland zum Beispiel musst du ja dein Kind in die Schule schicken, sonst musst du ins Gefängnis. Oder sonst kriegst du ganz viele Probleme, da hast du ganz viel Stress, wenn du etwas ist nicht... Ist tatsächlich so. Wir erkennen, dass mehrere Erdenmenschen in diesem Bereich bereits ihre Kinder aus der Schule genommen haben. Ja, gut, und nicht im Gefängnis sitzt. Warum glaubst du, dass du dies nicht auch umsetzen kannst? Was lässt dich daran glauben, dass du dann eventuell im Gefängnis sitzt? Weil ich nicht alleine der Bestimmer bin, sozusagen. Also ich habe nicht das alleinige Sorgerecht, wie wir das hier nennen. Es ist ja schon pervers, der Name. Aber... Das wäre aus unserer Perspektive noch mal eine andere Frage, eine andere Energie, die nicht unbedingt mit einem Gefängnis zu tun hat. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, so manchmal fühlt sich das schon ein bisschen an wie so ein Mix aus so einem Freiluftgefängnis und Freiluftirrenanstalt hier. Also es ist immer so hart an der Grenze. So. Also so aus der Perspektive, wenn du hier reingeboren bist und das alles ständig halt auch um dich ist, du kannst das natürlich irgendwie, du kannst das immer umgehen und loslassen zu einem ganz hohen Punkt in dir selbst. Also im Sinne von, ich vertraue einfach allem, was passiert. Das ist immer so der einzige Schlüssel, den ich kenne, der am Ende das dann irgendwie ausbügelt. Aber es ist immer ein Prozess dorthin. Es ist nicht so, ich entscheide mich jetzt einfach, das ist jetzt so, und dann gibt es keine Repercussions, wie man im Englisch so schön sagt. Keine, wie heißt das auf Deutsch? Repercussion, keine... Ja. Keine... Ist auch noch auf Englisch. Kein Effekt. Feedback, ja. Es gibt kein Widerhall. Ist der Name auf Deutsch. Also es gibt immer eigentlich, es gibt schon Widerhall so für bestimmte Entscheidungen und bestimmte Bereiche, die hier sehr reguliert sind, sozusagen. Wir würden sagen, aus unserer Perspektive kannst du noch mehr vertrauen. Okay. Du darfst verstehen, dass sehr viele inkarnierte Erdenwesen, die auch Kinder nennen, die jünger seid, ja, als ihr selbst, ganz bewusst wissen, dass sie noch einmal diese Art von Information in sich aufsaugen, ja, noch einmal damit konfrontiert werden und dies tatsächlich aus Begeisterung tun. Okay. Sehr viele Kinder, die sich sehr bewusst darüber sind, ja, in welcher Zeit sie inkarnieren, dass sie noch einmal in ein veraltetes, könnte ich sagen, System gehen. Allerdings wissen sie, dass sie so große Wesen sind, ja, dass sie dies auch sehr schnell wieder transformieren können. Gut. Okay, ich verstehe. Also so kannst du dies einfach weiter zulassen und noch mehr Vertrauen in den Prozess haben, aus unserer Perspektive. Also würdet ihr aus eurer Perspektive, das ist eine knifflige Frage, würdet ihr sagen, jetzt zum Beispiel, wenn du so eine Schulsituation hast oder so, lass dein Kind einfach in der Schule. Es entwickelt sich einfach so, weil es weiß vorher schon, es wird mit ziemlich viel Müll konfrontiert. Aber ich... Vielleicht ist es für dieses Kind kein Müll, sondern eine wertvolle Erfahrung. Aber so ein bisschen als Erwachsener, ich nehme jetzt auch nicht mein Kind und setze einfach in den Park und sage, ich komme in 3 Stunden wieder, du machst hier mal deine Erfahrung. Das mache ich ja aus einem ganz bestimmten Grund nicht, obwohl ich es tun könnte, aber es wäre nicht so sinnvoll. Wieso? Weil in unserer Gesellschaft kleine Kinder nicht irgendwo alleine anzutreffen sind.
Und dass, ja, die, also ich weiß nicht, ja. Das ist auch viel mit Angst verbunden. Ja, natürlich, aber auch, du willst halt, ich sag mal so, ich habe das jetzt gesagt, weil du willst ja einem kleinen Wesen auch nicht in Angst, du willst dem ja versuchen, von bestimmten Situationen zu bewahren. Ja, vielleicht ist dieses kleine Wesen sehr viel größer, als du denkst. Ja, könnte das, ja, ja. Definitiv. Also macht Erziehung überhaupt gar keinen Sinn. Je nachdem. Also eure Welt ist sehr vielfältig. Ja, ja, sehr, sehr vielfältig. Mit Erziehung kann man in die andere Richtung. Also ich verstehe das schon auf eine Art und Weise, aber es sind halt immer, man ist halt trotzdem ständig damit konfrontiert, sage ich mal, so dann auf die eine oder andere Art und Weise. Und viele einige Eltern, die ich kenne, die sind auch ständig damit konfrontiert, die wissen das auch innerlich, aber geil ist es nicht. Das eine ist Chance, in sich selbst zu blicken, weiter zu transformieren. So wisst ihr, dass dieses Spiel niemals zu Ende geht, sozusagen. Okay. Und je mehr ihr euch verändert, desto mehr gebt ihr eurem Kind die Chance, sich ebenso zu verändern. Ja, ja, definitiv. Aber es ist immer der schmale Grat zwischen Akzeptanz und sich zu wehren. Sehr wohl, eine wundervolle Herausforderung, die ihr euch gegeben habt. Ein kniffliges Spiel. Ein kniffliges Spiel. An dem ihr jeden Tag kniffeln könnt. Wie wundervoll. Ja, cool, vielen Dank. Vielleicht ohne es jemals zu lösen. Oh. Hm. Das wäre nicht so geil. Also ich will ein Spiel spielen, um das schon zu lösen. Also man will ja vorwärts kommen, ja. Man will ja nicht immer nur einen Baum malen, wenn man Maler ist. Wahrscheinlich. Es gibt unzählig viele Bäume, die zu malen sind. Oder sagen wir, ja. Okay. Ich verstehe. So ist jeder Baum einzigartig, jede Art, ein Kind zu erziehen, einzigartig. Und wie du weißt, aus der Perspektive der Schöpfung selbst, jeder Baum gleich wertvoll, jeder Baum gleich schön, jede Art, sein Kind zu erziehen, gleich wertvoll, gleich schön, gleich toll. Definitiv. Ebenso es in ein altes System zu schicken, aus eurer Perspektive. Das ist halt das. Das ist halt immer, wenn man sich so diese Bewusstheit über das System und dann, ja, das ist. Das ist echt eine spannende Frage. Da habe ich mir ein kniffliges Ei gelegt. Das würden wir bestätigen. Das ist, ja. Weil das ist nun mal der schmale Grat zwischen der eigenen, also zwischen der eigenen Transformation und der eigenen Bewusstwerdung und dazu nochmal die Bewusstwerdung oder die Transformation eines anderen Menschen, den du begleitest in dieser ganzen Geschichte. Gerade jetzt, wo nochmal so die Amplifikation von allem stattfindet. Also in jedem Bewusstseinsfeld, würde ich das mal so sagen. Im Guten wie im Schlechten, und die Systeme sind halt oft meistens noch geprägt von negativen Glaubenssätzen. Das ist halt immer so die oder limitierenden Glaubenssätzen. Aber sehr limitierenden Glaubenssätzen, sagen wir mal so. Und dann kommt man immer rein und sprengt, dann hat man immer das Gefühl, man ist nur da, um diese Glaubenssätze aufzusprengen. Also ja, so wie so. Ein schöner intergalaktischer Beruf, nein. Ja, nicht schlecht. Ich bin Glaubenssätzensprenger. Was machst du so? Ich sprenge schon lange Glaubenssätze. Willst du mir mal zugucken bei der Arbeit?
Ich zeig dir mal, wie das geht. Aber ja, aber warum nehmen viele Menschen das oft so mit so einem, warum sind die da so stur und sind da immer so bockig bei allem? Du bist dir vertraut, Johannes. Mit der Resonanz. Ja. Du kannst nur das empfangen, was du selber bist. Richtig. Ja, aber manchmal will man ja auch nicht im Alltag, muss man sich dann immer so auf die anderen so total und die sowieso kleine Kinder so total lieb haben und können die das nicht mal alleine machen? Also, weißt du, so ist dann auch, keine Ahnung, hat er so seinen Alltag. Wir haben dich sehr lieb, Johannes. Ja, ich weiß, ihr müsst das auch immer mit uns machen. Und wir wissen, wie lieb du deinen Sohn hast und wie sehr er dich liebt. Ja. Und diese Liebe im Endeffekt macht alles andere uninteressant. Ja, das definitiv. So unterschreibe ich. Ein Beispiel der bedingungslosen Liebe, die ihr zueinander habt. Das ist und in dieser bedingungslosen Liebe spielt das Bildungssystem eine sehr untergeordnete Rolle. Aber ich habe manchmal aus unserer Perspektive manchmal die Angst des Einflusses des Bildungssystems, weil das in meiner Wahrnehmung so hart auf die, ja, so zielt eben halt auch so hart auf Ängste ab und auf Kontrolle. Und gerade in Deutschland, wenn man so eine Bildungseinrichtung geht, die sind alle wie Roboter. Wie die mit Kindern, also die meisten, nicht alle, es gibt immer richtig nette Leute, aber viele sind so Verwalter nur noch von Sachen. Also die leben das nicht, die verwalten ihren Alltag. Und habe ich immer so, ja, da geht so viel, das meine ich, das ist meine, wie soll ich sagen, Angst, nicht Angst, aber das ist immer so diese Konfrontation, wo man denkt so, ach scheiße, das ist doch, muss doch nicht sein nochmal, so warum, ach, weißt du? Kannst du dir vorstellen, wie diese Verwalter, diese Roboter sich eines Tages unglaublich freuen? Ja, ich hoffe, aber ich dachte immer so, die Corona-Welle, die räumt da mal bei denen oben aus im Oberstübchen so ein bisschen und lässt die mal irgendwie mal ein bisschen tiefer nachdenken. Tun sie vielleicht auch für sich schon mal so am Anfang, aber es äußert sich noch nicht in dem Mut, einfach Nein zu sagen oder einfach zu sagen Ja. Also was auch immer sie ausdrücken wollen, aber das, was in ihrem Innersten ist, das auch auszudrücken in ihrem beruflichen Feld oder da, wo sie arbeiten, da, wo die Konfrontation mit der Realität stattfindet, wo jemand sagt, so nicht, ich mache das jetzt einfach nicht. Egal, ob ich jetzt Angst habe vor dem Chef oder vor sonst wem. Oder vor den anderen, die mir zugucken. Dieses trotzdem gefallen wollen, trotzdem funktionieren wollen. Das hebt sich, löst sich wahrscheinlich auch alles in Liebe irgendwann immer mehr auf, so, aber es ist halt noch ein bisschen dahin. Oder es ist bereits Liebe. Es ist alles Liebe. Aber wie gesagt, wir alle mögen andere Sachen, ne? So. Ja. Aus unserer Perspektive liegt es nicht an dir in diesem Sinne oder an anderen Erdenwesen, sich zu sehr herein zu versetzen in andere. Mhm. Da du tatsächlich nicht wissen wirst und weißt, wie sich diese Menschen tatsächlich fühlen. Ja, aber vielleicht verspüren diese Menschen unglaublich viel Glück bei dem, was sie tun, dem Chef zu gefallen oder jemandem zu gefallen oder jemandem zu gehorchen. Und so gibt es einen individuellen Weg für jede Seele, für jeden inkarnierten Erdenmensch, den er sich so aussucht, den er so gestaltet, wie er ihn gestaltet.
Das respektiere ich auch total, aber du bist ja es gibt ja Gestaltungsmöglichkeiten sozusagen, und wenn diese Gestaltungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt werden durch Verhaltensweisen, weil sie einen krassen Zaun oder Limitierung bauen auf eine bestimmte Art und Weise, dann ist das die Motivation ja wahrscheinlich nicht Liebe, sondern Angst, die Grundfrequenz, und das spürt man ja auch, was jetzt die Motivationsfrequenz von jemand ist. Also wenn ich mich jetzt mit jemand unterhalte, spürst du doch, ob das aus der Liebe kommt oder aus einer Angst, aus dem Angstmechanismus. Und den Angstmechanismus zu kritisieren, das finde ich so wichtig, weil das hier so wenig passiert. Deswegen gibt es auch so langsame Veränderungen in vielen Bereichen, auch weil diese Angstfrequenz so präsent ist. Aber ja, ich will jetzt auch... Würdest du uns gerne einen Gefallen tun, Johannes? Liebend gerne. Würdest du, sobald diese Übertragung im Netz zu finden ist, sie dir noch einmal anhören? Ja. Und dich versuchen, als getrennte Persönlichkeit wahrzunehmen? Getrennt? Als ob es einen zweiten Johannes gäbe. Das tue ich automatisch, wenn ich das anschaue, oder? Eventuell. Dann gibt es die Version von... Dann gibt es immer die neue, abgedatete Version sozusagen. Auf jeden Fall. Aber ich verstehe das schon, aber wie gesagt, der ist... Von mir kriegst du die Version auch vorab. Ja, gut. Mache ich gerne. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Johannes. Hallo Markus, hier ist Liz. Hallo Liz, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Herrschen andere Wesen mit uns schon auf diesem Planeten, die viele negativ beeinflussen? Ich glaube, du weißt wahrscheinlich schon, über welche ich spreche. Diese Idee existiert, diese Realität als Reflexion existiert, sehr wohl, allerdings nur, weil ihr es zulässt oder du es zulässt. Mhm. So gibt es Glauben an diese Wesen als externe Wesen, die sehr viel Kraft haben, sehr viel Macht haben. Mhm. Und durch diesen Glauben erlaubt ihr euch es selbst, dies so erfahrbar zu machen, ohne dass es unbedingt tatsächlich so mechanisch gerade passiert. So ist für uns die Idee zum Beispiel einer Anhaftung eines Dämonen, einer Besetzung, ein altes Modell, das so mechanisch nicht funktioniert. So wie die Angst setzen sie ja auch in diese Welt schon seit man, also in der Zeit, wo man sogar aufwächst. Und viel Programmierung ist ja damit auch verbunden. Und es ist mir jetzt in meiner Erleuchtung auch sehr viel mehr bewusst geworden. Ihr könnt verstehen, ab einem gewissen Punkt sozusagen, ab einer gewissen Erkenntnis, werdet ihr mit absoluter Sicherheit verstehen, Wissen integriert haben, dass ihr tatsächlich eins seid mit all dem, was ist. Und auf dieser Ebene werdet ihr nicht mehr in der Lage sein, zu bewerten oder zu unterscheiden zwischen einem negativen Wesen und einem positiven Wesen. Da alles miteinander fließt, als ein Bewusstsein, als ein großes Ganzes. Und diese Ebene könnt ihr immer wieder einnehmen. Es gibt ja nichts Positives oder Negatives, so wie es kein Licht gibt im Schatten. Sehr wohl gibt es Positives und Negatives, allerdings auf anderen Ebenen, heruntergebrochen. Ja. Allerdings sind diese Ebenen sehr real, existent, erfahrbar. Und in diesen Ebenen selbst gibt es sehr wohl Positives und Negatives. Allerdings kann euch die Ebene der Einheit des großen Ganzen
helfen, sozusagen diese zu verlassen für einen Moment und sie danach mit einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Mhm. Und irgendwann tatsächlich transparent zu werden. Mhm. Für diese Art von Spiel der Dualität. Mhm. Transparenz heißt in dem Sinne, dass wir uns entscheiden, die Negativität nicht mehr zu bedienen mit unserer Projektion. Nicht mehr zu bewerten, nicht mehr zu bedienen. Und das Positive auch nicht zu bewerten? Dies geschieht automatisch. Ja. Dies ist ein natürlicher Vorgang aus unserer Perspektive. Mhm. Da ihr natürlich immer wieder die Einheit sucht und zur Einheit getrieben werdet, da ihr das tatsächlich seid. Euer natürlicher Zustand aus unserer Perspektive ist die Einheit, das Einheitsbewusstsein. Da bekomme ich gerade ein Bild, wenn ich das Yin und Yang Zeichen, also eigentlich, ich weiß ja, ich habe das ja erlebt, eigentlich ist alles weiß, wenn man jetzt mal die Pole... Oder alles schwarz. Oder alles schwarz. Und wir sozusagen... Oder ein Yin und Yang Zeichen. Wir kreieren aber in unserem Bewusstsein das Yin und Yang Zeichen, die Dualität, um diese Erfahrung zu machen, aber kriechen da jetzt langsam raus, wie die Fische damals aus dem Meer, um dann Säugetiere zu werden und das Meer langsam zu verlassen, sozusagen. Ihr werdet die Dualität in diesem Sinne nie verlassen. Okay. Ihr erweitert euer Bewusstsein und habt lediglich weitere Zugänge, Erfahrungen zu machen. Allerdings könnt ihr jederzeit wieder in die Dualität gehen, wenn ihr dies wünscht. Die Dualität transformiert sich in diesem Sinne nicht und löst sich auf. Bleibt die dann in unteren Ebenen, wenn man das mal so grafisch darstellen würde? Also man steigt immer weiter auf in höhere Dimensionen, wird immer mehr Licht, bis man irgendwann absolut der Schöpfer wieder ist? Wie du weißt, alles ist im Hier und Jetzt. Ja. Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass sich viele Leute mehr damit beschäftigt haben, was abgeht. Stimmt, dass das viel mehr Leute aufwachen in letzter Zeit und auch mehr daran arbeiten, diese Welt und diese Gesellschaft zu heilen, sodass wir dann halt alle zusammen in Liebe, Freundschaft, Freude vor allem und in einer Community leben können, wo jeder jeden akzeptiert und es nicht sowas gibt, wie erschaffen wurde, so wie die Spaltung durch Religion und Rassismus, die ja nur geschaffen ist, um uns zu unterscheiden, um uns davon abzulenken, dass wir wirklich alle nur eins sind. So gibt es unglaublich viele Wesen, sehr wohl, die mit dieser Intention inkarnieren, mit dieser Mission, könnte dir sagen, mit diesem Lebensziel, auch eine Seelenaufgabe vielleicht, ein Seelenplan, genau dies transparent zu machen, das Bewusstsein zu erweitern, anderen davon zu erzählen, die sehr schnell intuitiv spüren, wohin sie gehen möchten, die in ihrem Kern schon sehr stark sind, die genau wissen, was sie lernen wollen und was nicht, wo ihr Weg ist. Und die genau aus diesem Grund, wie von dir beschrieben, hier sind. Um bestimmte Dinge erfahrbar zu machen. Dies können wir sehr klar und deutlich erkennen. Unglaubliche Meister. Nicht nur aus diesem Universum, die bei euch inkarnieren. Genau in diesem Hier und Jetzt. Stimmt das auch, dass wenn in dem Leben, das man als Person lebt, man nicht erwacht wird, aber in einem nächsten Leben dann nochmal auf die Erde geschickt wird, weil man noch nicht das zum Beispiel erreicht hat, was die Seele erreichen sollte, weil sie noch nicht erst im Bewusstsein war, das zu erreichen, was ihr Purpose sozusagen, also ihre Bestimmung auf dieser Erde ist. Dass sie dann so oft auf diesem Planeten Erde inkarniert, bis sie es geschafft hat. Und welche Planeten es noch gibt, wo sie dann zum Beispiel Soul Missions haben. Ebenso, wie schon erwähnt, wenn dies
sehr viel Sinn macht für das höhere Selbst, für die Überseele, könnte dir sagen, ist dies sehr wohl eine Möglichkeit, Erfahrung zu gestalten, Leben aneinander zu ketten, die unmittelbar Einfluss aufeinander haben. Wenn der Glaube danach stark genug ist, könnte dies so durchspielen als Seele, als Energiewesen. Allerdings ist dies nicht der absolute Weg, der für alle gültig ist. So könnt ihr auch einfach eine Lebzeit hier verbringen, eine Lebzeit da, die völlig unabhängig voneinander wirken. Und ihr seid komplett frei in dem, was ihr schöpfen wollt. Allerdings gibt es die grundlegende Tatsache aus unserer Perspektive, unveränderbar, was ihr ausgebt, bekommt ihr zurück. Natürlich ist dies umgehbar durch genau das, was ihr hier kreiert, indem ihr diesen Effekt verzögern könnt, in die Länge ziehen könnt, unter anderem auf mehrere Lebzeiten verteilt. Und dies ist aus unserer Perspektive, was ihr mit Karma betitelt oder mit dieser Idee, dass ihr noch einmal zurückkommen wollt, einfach um die Reflexion noch einmal erfahrbar zu machen von dem, was ihr selber ausgesendet habt. Allerdings kann dies auch zeitverzögert passieren und muss nicht unmittelbar von einem Leben aufs nächste passieren. Ist dies verständlich? Hat jede Seele eine Seelenfamilie, die auf dem gleichen Planeten reinkarniert, oder ist diese auch verteilt, oder werden sie sich nur treffen, wenn es bestimmt ist? Sehr wohl, alle von dir beschriebenen Szenarien. Cool. Es gibt auch Seelenanteile, Seelenfamilie, wenn ihr so wollt, der Fluss des größeren Wesens, der sich aufteilt in Individuen. Und diese Individuen können in verschiedenen Universen inkarniert sein. Gibt es auch die geteilte Seele, wie zum Beispiel die Twin Flame? Also als Idee wirklich, sehr wohl. Als Idee sehr wohl. In der Realität nicht. Es ist so erfahrbar. Als Spiegelung, als Reflexion im holographischen Universum. Allerdings, wie wir bereits erwähnt haben, im Endeffekt seid ihr alle eins und ihr seid eure größte Zwillingsseele selbst. Aus unserer Perspektive. Genau. Und jedes andere Wesen hat das Potenzial, die Rolle einer Zwillingsseele einzunehmen. Allerdings natürlich auf dem Weg dorthin könnt ihr verschiedene Ideen sozusagen abschließen, wenn ihr so wollt, auch Seelenverträge, bestimmte Energien, die auf mehrere Lebzeiten wirken und somit tatsächlich die Erfahrung machen, als gäbe es nur einen anderen Teil, eine andere Zwillingsseele, ein Zwillingsbruder, eine Zwillingsschwester, 10 Zwillingsbrüder, 20 Zwillingsschwestern. Seelenschwester. Und dies dann genauso erfahren. Allerdings ist ein anderes sozusagen Gesetz, eine andere Tatsache, dass der Wandel die einzige Konstante ist. Und so verändert sich auch die Idee einer Zwillingsseele. Was ist mit einer Seele oder einem Menschen, der die ganze Zeit schläft, während er auf dieser Erde reinkarniert und nicht aufwacht zu dem, was auf diesem Planeten abgeht, durch die ganze Programmierung dieser bestimmten Wesen und dieser Gesellschaft? Haben sie denn überhaupt die Chance zu reinkarnieren, oder war es einfach ihre Aufgabe zu schlafen? Sowohl als auch. Okay. Ihr könnt aus einer gewissen Perspektive diese Menschen sehr wertschätzen, da sie Erfahrungen machen, die unglaublich bedeutvoll sind. Inwiefern? So kann ein Wesen, was sich selbst so unbewusst ist, eine Rolle einnehmen, wie ihr sagen würdet, der extremen Negativität zum Beispiel.
und euch zeigen, was ihr nicht bevorzugt. Ah ja, natürlich. Und somit aus dieser Perspektive könnt ihr diesem Wesen unglaublich dankbar sein für das, was es tut. Das stimmt. Die Lehren durch das Negative. Da ihr nicht selber dies schöpfen müsst, um zu merken, wo ihr tatsächlich hin wollt, sozusagen. Sehr gerne, bitteschön. Danke. Das ist ein tolles Konzert bestimmt für euch, die ganzen Vögel und so, die Artenvielfalt hier auf der Erde, ne? Sehr wohl, wir besitzen ebenso Vögel, könnten wir sagen. Wir besitzen sie nicht, aber sie existieren auf unserem Planeten und ebenso in unserem Schiff. Wie heißt denn euer Planet? Es gibt mehrere Ausdrucksformen, Übersetzungen, so wie ihr zu eurem Planeten Erde sagt, Gaia sagt, Earth sagt, in verschiedensten Sprachen. So gibt es mehrere Wortlaute sozusagen von unserem Planeten. Habt ihr ähnliche Artenvielfalt wie wir oder individuelle, so wie man sich das vorstellt? In Anführungsstrichen, oder ist es einfach etwas komplett anderes zu dem, was wir haben? Und habt ihr andere Farben als wir? Wir nehmen mehr wahr von dem, was tatsächlich ist, auch bei euch schon vorhanden ist. Ja. Und wir haben Lebewesen, die auf eurem Planeten so nicht existieren könnten. Oh, wow. Sehr faszinierende Lebewesen von mehreren Kilometern an Länge zum Beispiel, von Bewegungsmöglichkeiten, von Frequenz an sich, die von sich aus sozusagen musizieren, indem wir uns verbinden mit diesen Wesen und hineinspüren, hellhörig werden, so geben manche Wesen von Natur aus Frequenzen ab, die als Melodie zu uns kommen. Cool. Und mit der Natur? Ebenso ist dies möglich. Allerdings ist es bei diesen Wesen spezifisch so, dass tatsächlich eine Art Melodie entsteht. Ohne dass die sie dafür physisch singen müssen, zum Beispiel, oder einen Ton machen müssen. Ihre Aura singt also. Zum Beispiel. Ja. Und habt ihr auch sowas wie Bäume oder Sehr wohl. Wasser bedingt. Bedingt? Keine Meere, wie ihr sie habt. Okay. Von Wasser lernt ihr euch? Eher große Seelandschaft mit nicht lange, bei weitem nicht so viel Tiefe wie eure Ozeane. Und generell ist unsere Artenvielfalt in der Idee von einheimischen Spezien sehr viel geringer als bei euch. Unser Planet ist generell sehr viel kleiner und hat nicht so viel Vielfalt, nicht so viel verschiedene Klimatonen, könnte ich mir sagen. Hey. Wenn wir Wasser trinken, was trinkt ihr dann dazu, um zu überleben? Oder müsst ihr überhaupt was essen oder trinken, um zu überleben? Essen in dichterem Ausmaße ist eine Wahl und nicht etwas, was wir tun müssen, um zu überleben. So wie sie. Dankeschön. Müssen tut ja niemand irgendetwas.
auf einer gewissen Ebene ein. Allerdings habt ihr euch dafür entschieden, Dinge zu müssen, um hier zu überleben, sozusagen, um euer Bewusstsein in dieser Blase halten zu können, in diesem Spektrum von Bewusstsein. Was würde passieren, wenn jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten zur gleichen Sekunde meditiert und erwacht? Dies geschieht bereits auf einer anderen Ebene. Oh, wow. Okay. So meditiert ihr alle aus dem Bereich des Spirits, dass ihr hier auf der Erde seid, zum Beispiel. Könnt ihr das visuell wahrnehmen? Sehr wohl. Unglaublich faszinierend. Ja. Wir sitzen dort ebenso. Wow. Übersetzt. Nicht tatsächlich mit einem Körper. Und die Idee, dass alle Menschen physisch mit ihren Körpern zusammen meditieren, ist etwas, was unsere Vorstellungskraft sprengt. Wow. Wow. Aber 8 Milliarden sind schon viel. Ja. Ja. Aber es wäre wunderschön, wenn es passieren könnte, oder nicht? Höchstwahrscheinlich unglaublich faszinierend. Ja. Oh. Okay. Danke. Zu deiner Frage, zu den schlafenden Menschen. Ja. Würden wir sehr gerne noch ergänzen, dass du verstehen kannst mit absoluter Gewissheit, wenn du dies wünschst, dass jedes Wesen einen freien Willen besitzt zu jeder Zeit. Mhm. Mhm. Aus unserer Perspektive. Ja, klar. Aus meiner auch. Sehr schön. Ja, schön. Danke. Bitte sehr. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte! Danke, dass du existierst, lieber Markus. Dankeschön! Danke, danke, dass du existierst! Danke! Danke, dass du da bist! Danke mir auch! Und dir auch! Ich danke mir auch! Natürlich! Ich danke euch! Dankeschön! Danke, vielen Dank, Markus! Danke, danke! Ganz ich danke viel Liebe! Uns. Für dich umarmt! Kommt an! Wundervoll, Grüße an Reginald. Ausgerichtet. Wow, das war wunderschön. Gibt es noch eine weitere Frage, etwas, was Sie gerne teilen würden? Ich würde einfach nur teilen, dass wunderschöne Menschen die letzten drei Tage Wunderschönes erschafft haben und wir ein wunderschönes Spiel gespielt haben. Und vielleicht war jemand von euch sogar anwesend. Sehr wohl. So ja, sind wir ständig präsent mit dieser Persönlichkeitsstruktur, diesem Persönlichkeitskomplex, der zum großen Teil aus Simon besteht, in diesem Körper sozusagen. Mhm. Können dadurch sehr viel wahrnehmen, unglaublich schöne Eindrücke generieren, wahrnehmen. Ja. Und die wunderschöne böhmische Schweiz, die wir besucht haben. Und generell sind wir an Orten sehr schnell präsent, ganz natürlich, an denen Freude entsteht, ja, an denen Freude gelebt wird. Ein Energiefeld, mit dem wir uns sehr schnell verbinden können. Das schwingt von seiner Grundidee, wie wir, so werden wir automatisch dorthin gezogen, erhalten sozusagen telepathisch ein Signal und können uns sehr schnell damit verbinden und sehr stark damit verbinden. Dann haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt, was für eine wunderschöne Transformation viele Menschen durchgemacht haben. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Dann danke für eure Anwesenheit an diesem wundervollen Ort und dieser wundervollen Transformation die letzten drei Tage. Danke für eure Anwesenheit, für eure Offenheit, für eure Neugier, für euren Spaß zu kreieren, zu manifestieren in dieser Art und Weise. Da wir uns daran sehr erfreuen. Ja,
wenn wir dies beobachten dürfen. Natürlich. Wenn wir sehen, dass die Erdenwesen diese Emotionen suchen und ausleben. Mhm. Da ihr aus unserer Perspektive nichts anderes zu tun habt, tun müsst, als eure Freude zu investigieren, vorzustellen und nach außen zu leben. Ja. Genau, weil dann kann das Leben uns nur das geben, was für uns bestimmt ist. So gibt es unendlich viel Freude aus unserer Perspektive. Und der Tank der Freude sozusagen geht niemals leer. Ja. Wisst ihr, warum unsere Tiere nicht sprechen können? Oder sie können ja sprechen auf eine Art und Weise, wir können sie aber nicht verstehen. Oder? Ihr könnt sehr wohl anfangen, eure Tiere zu verstehen, gerade jetzt in dieser Zeit. Mhm. Aber nicht mit Worten. Es gibt eine Möglichkeit, dies übersetzbar zu machen in tatsächliche Worte. Okay. Und es gibt auch bereits Wesen, die dies so umsetzen können für sich auf eurem Planeten. Mhm. Allerdings gibt es sehr viele Möglichkeiten, die eventuell viel spektakulärer noch sind, viel mehr Freude noch bringen können. Mhm. Und ihr könnt dies sehr schnell wieder erlernen, wenn ihr dies wünscht. Mhm. Weil alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen. Eine Methode zum Beispiel der Projektion. Okay. Indem ihr eure dritten Augen sozusagen verbindet und dem Tier einen Vorschlag macht, zum Beispiel in eine bestimmte Richtung zu gehen. Etwas Bestimmtes zu essen, dies visualisiert und dann ohne eine Erwartung loslasst und schaut, was passiert. So könnt ihr zum Beispiel eine Katze dazu bringen, euch ihre Pfote zu geben, tatsächlich. Ja, genau. Danke. Dies wäre eine von unzähligen Arten, telepathisch euch zu verbinden und zu kommunizieren mit eurer Tierwelt. Und dies kann so erweitert werden, dass ihr tatsächlich auch anfangen könnt, Worte, klare Worte zu empfangen. Mhm. Allerdings ist, wie erwähnt, nicht notwendig. Ja. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. So würden wir nun Sander. Gibt es noch eine Frage? Gibt es noch etwas, was gerne geteilt werden würde? So würden wir nun gerne den Raum an euch wieder übergeben, euch in eure Realitätsfelder zurücklassen, diesen Körper wieder freigeben, bedanken uns noch einmal von Herz zu Herz, von Jael Herz zu Erde Mensch Herz, für diese wundervollen Momente, für diesen Austausch, für diese Informationen, für diese Eindrücke, für das Erweitern unserer Vorstellung von euch Erdenmenschen, für die Annäherung, für das, was wir auch präsent gemacht haben, für eure Welt des Internets. Und freuen uns auf weitere Übertragungen, weitere Intentionen von euch Erdenmenschen, die an uns, die Ariel, gerichtet sind. Geben sehr gerne mehr von uns preis, verbinden uns mit euch auf eine friedvolle,
liebevolle Art und Weise gerne in euren Träumen oder auch mehr und mehr physisch in eurer Realität. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Für eure Neugier. Dankeschön. Für eure Co-Kreation. Dankeschön. Wenn ihr wünscht, könnt ihr noch einmal zusammen mit mir, mit diesem Kanal, tönen bei der Verabschiedung. Und somit sage ich hiermit auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Geil. Das ist ja frei geworden hier. Ja, sowas von. Sollte es nicht um 5 regnen? Ja, hat es ein bisschen. Aber nicht so tragisch, ja, okay. Dass hier viel angekommen werden. Wie